bin Patricia, 25 Jahre alt, komme aus Oldenburg und bin Fotografin und Videografin. The concept is simple. I got a bit bored of endless inspirational videos of the big dogs out there. The multi-million, multi-billion CEOs, entrepreneurs and creative geniuses that have been playing at the top for so long they almost lost touch with the start of the journey. I want to hear more stories about the fighters out there, the up-and-comers, the underdogs, about the early days of the journey. This is the Journey to Success. Ich habe damals mit Konzertfotografie angefangen und mache das bis heute noch, weil Musik ein großer Teil meines Lebens ist. Ich habe selber in der Band gespielt und gerade das liebe ich auch total, in den Fotos einzufangen, diese Momente einzucatchen. Ich fotografiere super gerne Porträts oder Produktbilder für Brands. Es macht mir großen Spaß, ein Konzept zu erstellen, mich in eine Brand hineinzuversetzen und später die Fotos zu erstellen. Ich möchte eine Female-Community aufbauen, um später auch Retreats zu machen, sprich wir würden dann eine Woche irgendwo hinfahren und zusammen fotografieren, unser Business aufbauen und uns gegenseitig zu unterstützen. Ich sehe jetzt immer wieder, dass es wenige Videografinnen gibt oder in bestimmten Bereichen Fotografinnen auch nicht wirklich da sind und das würde ich halt gerne mehr stärken. Ich habe die große Leidenschaft, Leute zusammenzubringen und auch zu vernetzen, denn ich habe damals in Hamburg schon einen Stammtisch eröffnet und habe somit mehr Fotografen und Fotografinnen und Models und Make-up-Artisten zusammengebracht und wir haben echt tolle Events gehabt. Da waren wir mit ca. 30 bis 40 Leuten bei den ersten Events. Ich habe damals auch Freunde vernetzt und immer wieder solche Stadtabende gemacht und das Vernetzen ist einfach meine liebste Leidenschaft und ich liebe es, Events zu organisieren und das möchte ich mir auf jeden Fall zur Aufgabe nehmen, Frauen zu unterstützen und Frauen zu vernetzen und daher möchte ich eine Female Community mehr aufbauen und das ist auf jeden Fall mein Ziel. Meine Lesson aus den letzten Jahren war auf jeden Fall viel mehr zu machen, einfach unter dem Motto einfach machen. Ich war die letzten Jahre so verkopft, ich habe mich immer gefragt, wie kann ich diese Sache machen oder wie kriegen die anderen Leute das hin oder wie kriege ich Kunden oder wie mache ich das und jenes. Da hatte eine Fotografin zu mir gesagt, dass sie einfach die Kunden selber angeschrieben hat und das hat in mir so viel bewegt, dass ich einfach diesen Schalter umgestellt habe und nicht mehr so verkopft war, sondern einfach gemacht habe. Das ist einfach so wichtig, nicht nur auf einer Stelle zu stehen zu bleiben oder sich zu fragen, ja, wie machen die Leute das, sondern einfach selber die Initiative zu ergreifen und einfach zu machen. Das gebe ich auch meinen Freunden weiter. Die sind auch zwischendurch sehr verkopft und fragen sich, geht das überhaupt? Kann ich es überhaupt machen? Bin ich überhaupt gut genug? Ja, diese Fragen habe ich halt auch in mir, aber warum machst du einfach nicht? Mehr als ein Nein kannst du nicht kassieren und daher just do it. Wie Nike so schön sagt, wenn du Bock auf eine Sache hast, dann mach es, sonst würdest du es bereuen. Und das kannst du auf so viele Ebenen produzieren. Egal wie verrückt die Idee ist oder wie verrückt das Erlebnis sein könnte oder du Angst davor hast. Wenn du Angst dafür hast, dann ist es ein gutes Zeichen, denn dann gehst du raus aus deiner Komfortzone und dann ist es auf jeden Fall was Schönes, was dadurch entstehen kann. Aber du musst den Schritt machen und damit einfach machen.